Ja, hallo Leute, ich bin's hier, Lego Star Wars 333. Das meint den zweiten Teil meines neuen Magito Mocs für die Contests von Lego Eddy, Clone Fives 8, The Ultra Bo 12 und. Ich kriege diese vier Namen nicht auf die Reihe. Lego Eddy, Clone Fives 8, The Ultra Bo 12 und. Naja, guckt euch den ersten Teil an, da sage ich alle vier Namen. Fällt mir jetzt gerade der vierte nicht ein, tut mir jetzt echt leid, vielleicht fällt er mir gleich noch ein. Ja, dann mache ich jetzt mal weiter hier mit dem Mock. Hatte ich ja diese beiden Platten hier gezeigt. Und jetzt mache ich hier mit der Brücke weiter. Hier steht einmal der UT-AT, halt mein selbstgebauter UT-AT. Ich wurde schon mehrmals gefragt, wo man den kaufen kann. Ich weiß nicht, wie schlecht sich manche mit dem Lego Star Wars Sortiment auskennen, dass man den nicht irgendwo kaufen kann. Das kann man, glaube ich, auch sehen. Also, ja. Ich meine, so gut ist er jetzt auch nicht. Naja, erfüllt seinen Zweck, wie ich finde. Hier sitzt halt ein Gunner der 501. oben drin. Will hier das Shuttle von Newt Gunray zerstören, damit der nicht fliehen kann. Daneben laufen Klonen nach vorne. Hier auch. Dann ist hier halt die 501. mit Anakin Skywalker, der diesen Klon hier deckt, der den verletzten Galactic Marine da wegschleifen will. Damit die Sanitäter, habe ich jetzt schon was im ersten Teil zu gesagt, die Bombsuche sind halt die Sanitäter in dem Mock. Ja, damit die sich halt um den kümmern können. Hier ist so ein umgestürzter Pfeiler. Hier liegt auch noch einer. Dann sind hier und da meine beiden 501. Trooper, die ich von The Lego Dino 1997 Custom Shop habe. An dieser Stelle einmal eine Abo-Empfehlung an seinen Kanal und an seinen Custom Shop. Wirklich sehr schöne Customs. Ja, dann ist hier mein Jesse Hardcase, der hier durchschießt mit seiner Minigun. Hier ist so ein Rex. Und Fives. Ja, davor in der Linie sind dann, wie sich das für Magito gehört, also es ist nicht, ich muss nochmal ausdrücklich sagen, es ist nicht die Schlacht aus Episode 3 auf Magito, sondern eine andere. Ja, in Episode 3 tue ich jetzt mal so, als ob die Galactic Marines da auch hingekommen sind, weil sie sich da halt schon auskannten von dieser Schlacht her. Ja, hier ist halt Yadi Mundi mit Commander Bacara und meinen vier Galactic Marines, hier halt der Verletzte und die drei anderen. Ja, liegen schon mal so ein paar zerstörte Droiden rum von der ersten Welle. Hier sind halt ganz viele weitere Droiden. Superkampfdroide, der angeschossen wird von Commander Bacara. Superkampfdroiden, hier ein Einschlagloch von dem einen Geschütz, des UT-AT. Ein Droide, der abgeschossen wird, hat hier halt rumliegen. Hier kommen dann noch zwei weitere SKDs, also Superkampfdroiden zur Verstärkung. Weitere Droiden aus der Basis kommen. Mein Droideka, der auch schon länger nicht mehr in dem Mock war. Ich habe auch ganz cool finde. Ja. Sonst war ich nicht mehr so kämpfend halt in dem Mock war. Naja, egal. Hier ist halt na, diese Pfeiler an der Straßenseite, fand ich ganz cool. Dieses blaue und dieses ja, steingraue. Hier ist halt Ahsoka, die springt auf Asajj Ventress zu. Die duellieren sich hier halt auf diesen Pfeilern. Ja, von hier kommen Kommandodruiden. Diese zwei schießen ja auch auf Ahsoka. Ja, die wird mit hier halt so angreifen mit dem linken Lichtschwert, fährt die das halt so ab. Hier ist noch ein Geschütz der Separatisten. Die sind halt beide von Druidenpiloten ja, besetzt. Hier kommen noch vier weitere Kommandodruiden halt. Da hinten steht Asajj Ventress Speeder, ein Druidenträger, wo halt die Druiden alle schon runter sind. Der geht hier noch so nach vorne. Hier sind dann zwei, also meine zwei selbstgebauten Spinnendruiden. Die habe ich jetzt hier ein bisschen verkürzt, die Blasterkanonen. Hier stehen noch so Treibstoff oder Gas oder was weiß ich. Zwei weitere Treibstofftanks, drei Druiden, die hier von einer Landeplattform nach vorne gehen. Hier die Treppe hoch. In Newt Gunray mit zwei Leibwächtern, sondern zwar einfach mit zwei Droiden. Der will ja halt in seinen Shuttle reingehen, um halt zu fliehen. Ja, bleibt halt jedem selbst überlassen, ob der UT-AT das noch rechtzeitig zerstören kann. Hier ist der Droiden-Commander, der gibt diesem Angriffsdroiden hier den Feuerbefehl, also einen Panzerfaustdroiden. Der soll ja auf den UT-AT schießen, um halt alles abzuwenden, dass der das Shuttle trifft. Aber die Droiden sind halt, ja, weil das da halt, es ist halt eine der ersten Schlachten, wo der UT-AT eingesetzt wird, habe ich mir so ausgedacht. Wird halt auch auf Magito getestet. Und ja, die wissen halt nicht, dass man mit einer normalen Panzerfaust die nicht durchdringen kann. Und ja, die werden das jetzt halt lernen.
Hier sind dann so vier Positionsleuchten, wie auch auf der republikanischen Basis. Hier halt der Shuttle an sich. Und ja, dann zeige ich euch noch ganz schnell das Innere der Basis. Dann kriege ich es nämlich in zwei Teilen hin. Das wäre echt gut. Abo-Empfehlung schaffe ich dann wahrscheinlich nicht mehr. Aber naja, es ist halt auch nicht so viel drin, weil die Droiden auch schon alle rausgegangen sind. Hier zwei Droidenpiloten an Computern. Hier ein, ja, so ein Tarndroide, so ein Sergeant oder was weiß ich. Der erklärt diesen beiden Kommandodroiden, die man jetzt vielleicht ein bisschen schlecht erkennen kann. Ja, ich muss mich dringend um mein Licht hier kümmern. Aber naja, egal. Hier sind halt diese zwei Kommandodroiden, die halt die Befehle entgegennehmen. Dieser Droide geht hier mit diesem noch raus. Und hier ist eine Droiden-Aufladestation. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Hier ist ein rotes und ein blaues Licht. Ne, kann man schlecht sehen. Also, wenn das rot ist, dann müssen die halt aufgeladen werden. Wenn das blau blinkt, dann sind die halt vollständig aufgeladen. Dann können die wieder hochgehen und in den Kampf. Ja, das war mein Mock für Lego Eddy, Ultra Pro 12, Clone Fighters 8 und der vierte Film. Ach ja, Lego Player 97, genau. Ja, also Abo-Empfehlung an alle und tschüss.